Vorschlag der Abgeordnete Greilich, Vorsitzende der FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Im Nachgang von kontrovers bewerteten Polizeieinsätzen wie des Blockupy-Einsatzes am 1. Juni, über den wir uns eben und schon in den diversen Sitzungen des Innenausschusses ausgiebig in allen Facetten unterhalten haben, kommen unweigerlich und vorhersehbar immer wieder die gleichen Initiativen auf. Ich halte diese stets wiederkehrende Diskussion im aktuellen Stadium der Ermittlungen und Aufbereitung der Vorgänge am 1. Juni in Frankfurt am Main für verfrüht und befürchte insoweit ähnlich wie die Kollegin Faeser, dass es hier verfrüht angegangen werden soll, dass es zu einseitig einstudierten Reflexen führt, vor denen wir uns hüten sollten. Die Intention des vorliegenden Entwurfs ist es, eine verpflichtende, individualisierbare Kennzeichnung einzuführen. Die Abgeordneten der Linken verfolgen dasselbe Ziel, allerdings über eine Verordnung. Und ich möchte in dem Zusammenhang eines von vornherein unmissverständlich klarstellen: Polizeibeamte, die Regeln verletzen, will in diesem Hause niemand verharmlosen oder derartige Vorfälle kleinreden. Gegenteil, über solche Vorfälle muss auch an dieser Stelle gesprochen werden. Klar ist aber auch, für die Ahndung derartiger Verfehlungen haben wir die volle Bandbreite des Gesetzes, der Staatsanwaltschaften und der internen Ermittlungsabteilungen innerhalb der Polizei zur Verfügung. Zu Recht bringen die Menschen in Hessen, nicht nur in Hessen, der Polizei seit Jahren ein besonders hohes Maß an institutionellem Vertrauen entgegen. Ich bin der Meinung, dass die hessischen Polizistinnen und Polizisten dieses Vertrauen nicht nur genießen, sondern aufgrund ihrer in der Regel vorbildlichen Diensterfüllung auch ganz klar verdienen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn wir hier über eine weitergehende Kennzeichnungspflicht für Polizeibeamte reden, dann müssen wir auch uns über die Folgen im Klaren sein. Das ist eine kleine, aber gewaltbereite oder sogar zur Gewalt entschlossene Szene gibt, wissen wir ebenso, dass die Gewaltbereitschaft gegenüber Mitgliedern der Polizei leider ansteigt. Und es besteht unbestreitbar das Risiko, dass Polizisten in ihrem privaten Umfeld Anfeindungen oder Straftaten ausgesetzt sein könnten, bis hin zur Belästigung oder schlimmer noch der Bedrohung von Familienangehörigen oder massivster körperlicher Gewalt, nur weil die Beamten Polizisten sind oder im Einsatz auf gut organisierte Krawallmacher treffen. In Berlin, das wurde schon erwähnt, gibt es die Kennzeichnungspflicht seit einiger Zeit. Dass jedoch dort noch keine eklatanten Fälle ruchbar geworden sind, ist kein Beweis, dass eine solche Gefahr, wie ich sie beschrieben habe, nicht besteht. Für eine solche Feststellung ist die verstrichene Zeit einfach zu kurz. Polizistinnen und Polizisten sind ausgebildet, auch in Ausnahmesituationen besonders besonnen und zurückhaltend zu agieren. Das mag im Einzelfall nicht immer zu 100% gelingen. Wir haben hier heute auch schon einiges an Debattenbeiträgen gehört, was es verständlich macht, dass irgendwann dem einen oder anderen Polizisten die Hutschnur platzen mag. Ich sage deutlich, das entschuldigt nichts, aber es macht manches nachvollziehbar bis verständlich, ohne dass es dadurch gerechtfertigt würde. Solche Vorfälle gehören aufgeklärt. Der Polizei nun jedoch mit einem Generalverdacht zu begegnen und so zu tun, als wäre ein Verzicht auf eine weitere Kennzeichnung eine Art Freibrief für Straftaten, offenbart meines Erachtens ein sehr fragwürdiges Verhalten zu unserem Rechtsstaat und zu seinen Institutionen. Bei dem hier intensiv diskutierten Blockupy-Einsatz ist es auch dazu gekommen, dass eingesetzte Polizisten des unmittelbaren Zwanges gegen Demonstranten eingesetzt haben. Pfefferspray, Schlagstöcke und so weiter. In den weitaus meisten Fällen ist inzwischen ebenso eindeutig erkennbar, dass dies gerechtfertigt war. Ansonsten sehen wir der Aufklärung entgegen. Die Polizeibeamten, um deren Einsatz es geht, trugen sämtlich bereits eine klare Kennzeichnung. Auf den weißen Helmen der dort vor allem eingesetzten Einsatzkräfte aus Nordrhein-Westfalen ist eindeutig erkennbar, zu welcher Einsatzhundertschaft und zu welchem Zug jeder Beamte gehört, teilweise sogar, welche Funktion der einzelne Beamte im Zug innehat. Auch in Hessen sind Polizeibeamtinnen und Beamte in geschlossenen Einsätzen durch ein eindeutiges Zeichen ihrer taktischen Einheit zuzuordnen, wie übrigens auch in Rheinland-Pfalz.
Derartige Einsätze werden in aller Regel auch umfassend durch Videoaufnahmen begleitet und dokumentiert, und so ist es auch am 1. Juni gewesen. Und ich möchte, Frau Kollegin Faeser hat schon auf die Debatte im nordrhein-westfälischen Landtag hingewiesen, den Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen zitieren, der am 20. Juni, also vor weniger als einer Woche, im dortigen Landtag gesagt hat, ich zitiere wörtlich, es gibt keinen einzigen Fall in Nordrhein-Westfalen, in dem ein Strafverfahren gegen Polizeibeamtinnen oder Beamte eingestellt worden wäre, in dem eine weitergehende Kennzeichnung zur Identifizierung beigetragen hätte. Wenn die Identifizierung des Zuges von demjenigen, der die Anzeige erstattet hat, genannt werden konnte, wurde immer der dazugehörige Polizeibeamte ermittelt. Dem, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist nach meinem Dafürhalten wenig hinzuzufügen, außer vielleicht, dass die Grünen den auf Kennzeichnungspflicht gerichteten Antrag der Piraten in Nordrhein-Westfalen zusammen mit der SPD im Anschluss an die Debatte abgelehnt haben, obwohl zwischen den Koalitionspartnern in Nordrhein-Westfalen, zwischen Rot und Grün, die Einführung einer solchen Kennzeichnungspflicht vereinbart ist. Offenkundig ist man sich dort aber der Tatsache bewusst, dass sich Schnellschüsse in diesem Zusammenhang verbieten. Diese Erkenntnis kann man auch der hessischen Opposition im Bereich der Grünen und der Linken nur wünschen, allerdings wohl vergeblich, wie wir oft genug erfahren mussten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich halte zum gegenwärtigen Zeitpunkt die hessischen Vorschriften zur Kennzeichnung für geeignet und ausreichend, jeden Polizisten, jede Polizistin, die sich eines behaupteten Fehlverhaltens schuldig gemacht haben sollte, zu identifizieren und ein derartiges Fehlverhalten dann auch konsequent zu ahnden. Dies gilt vor allem dann, wenn der Einsatz nicht nur von der Polizei selbst, sondern offenkundig wie hier auch von den Demonstrationsteilnehmern selbst dokumentiert worden ist. Hierzu erlauben Sie mir allerdings anschließend auch eine kurze Anmerkung. Es ist in meinen Augen entlarvend, anders kann man das nicht nennen, entlarvend, wenn die sogenannte Arbeitsgemeinschaft Anti-Repression im Nachgang der Blockupy-Demonstration sogar ausdrücklich Teilnehmer warnt, Bildmaterial zur Verfügung zu stellen, weil sie befürchtet, dass damit mögliches Fehlverhalten einzelner Demonstrationsteilnehmer selbst ebenfalls aufgedeckt werden kann. So viel zu Ihren Freunden, werte Kolleginnen und Kollegen von links außen. Wir tun gut daran, die Vorwürfe gegen Polizistinnen und Polizisten in Ruhe und Besonnenheit aufzuklären. Dazu bedarf es der nötigen Anzeigen seitens der Geschädigten und eines kühlen Kopfes. Und lassen Sie mich zum Schluss sagen, dagegen bedarf es keiner eilig eingebrachten Gesetzentwürfe oder Anträge, die die hessische Polizei und die rechtsstaatlichen Mechanismen zur Aufklärung von Amtsdelikten unter Generalverdacht stellen und damit ein zweifelhaftes Bild von unseren knapp 13.800 Beamtinnen und Beamten stellen, die sich fragen müssen, ob sie neben dem Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger auch noch das Vertrauen der Opposition besitzen oder nicht. Meine sehr geehrten Damen und Herren, dieser Oppositionsvorstoß hilft keinen Millimeter weiter.